Wassermassen am Fluss Dnipro und der Antonowski-Brücke in der südukrainischen Stadt Cherson. Nach der teilweisen Zerstörung des Kachowka-Staudamms, der flussaufwärts in russisch besetztem Gebiet liegt, stehen große Teile der Stadt unter Wasser. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für die Staudammzerstörung verantwortlich. Viele Bewohner hier sehen die russische Seite als die Schuldigen an. Die russischen Streitkräfte hatten sich im November nach einer ukrainischen Gegenoffensive aus Cherson zurückgezogen. Wenige Menschen fühlen mit uns mit. Wir waren 9 Monate unter Besatzung. Jetzt sind wir durch die verdammten Besatzer überschwemmt worden. Wir haben keinen Strom, kein Gas, kein Wasser. Unsere Gärten sind überschwemmt. Alles. Das Wasser erreicht unsere Häuser. Wir sind gezwungen zu gehen. Auch anderenorts in der Region Cherson stehen Ortschaften unter Wasser. Tausende Menschen sollen laut den Behörden nun in Sicherheit gebracht werden.